Also ich werde in jedem Fall am Montag den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Religionsunterricht danken. Ich werde ihnen danken für zweierlei. Einerseits, dass sie unter so schweren Bedingungen einen so qualitätvollen Unterricht erteilen und zweitens, dass sie sich über diesen Unterricht hinaus in den letzten Monaten so wirksam dafür eingesetzt haben, dass die Bedingungen für diesen Unterricht verbessert werden. Und ich werde diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Religionsunterricht im einen wie im anderen Fall meiner Solidarität und meiner Unterstützung versichern. Ich werde nicht zulassen, dass irgendeine Art von Debatte dazu beiträgt, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter so schwierigen Bedingungen diese Arbeit tun, dass die auf die eine oder andere Weise verunsichert werden. Das wird nicht passieren. Und da ich ganz und gar darauf setze und mich dafür einsetze, dass der Volksentscheid am Sonntag erfolgreich sein wird, werde ich mir heute und morgen und auch am Samstag und auch am Sonntag jede Spekulation darüber versagen, was passiert, wenn er nicht erfolgreich sein würde. Jetzt wird darauf gesetzt, dass eine ausreichend große Zahl von Ja-Stimmen zusammenkommt. Nachfrage, aber die Katecheten werden noch für den Fall, dass der Volksentscheid entscheidend, also positiv verläuft, jedenfalls in Diensten der evangelischen Kirche nicht mehr gebraucht. Ja, dann wird es Gestellungsverträge geben dazu, dass sie den Religionsunterricht als ordentliches Unterrichtsfach übernehmen. Wir werden einen Zuwachs im Bereich des Religionsunterrichts haben und selbstverständlich werden diejenigen, die qualifiziert sind für den Religionsunterricht, diesen Unterricht weiter erteilen. Es gibt überhaupt keinen Grund zu der Annahme, dass irgendein Mensch in seiner beruflichen Biografie gefährdet wird durch ein positives Ergebnis des Volksentscheids. Sind davon aber keine Lehrer. Es sind Lehrer, die für dieses Fach ausgebildet sind. Wir wollen schon lange, dass Religion ein Fach wird für Lehrer mit mehreren Fächern, aber es wird auch in Zukunft dabei bleiben. Das beweisen übrigens auch alle anderen Bundesländer, dass der Religionsunterricht durch drei Gruppen erteilt wird, durch Lehrkräfte mit einer Lehrerausbildung mit mehreren Fächern, durch Katechetinnen und Katecheten und durch Pfarrerinnen und Pfarrer. Das wird auch in Zukunft so sein und es wird gut möglich sein. Es wird uns allerdings eine solche Entscheidung ermöglichen, dass endlich auch die Ausbildung von Religionslehrern an der Universität mit einem Fach Religion, das an der Theologischen Fakultät belegt wird, dass die eine Berufschance haben an den Berliner Schulen. Bisher ist der Skandal umgekehrt zu betrachten. Er besteht nämlich darin, dass dieser selbstverständliche Ausbildungsgang an der Berliner Schule keine Zukunft hat. Aber diejenigen, die jetzt im Religionsunterricht sind, werden durch ein positives Ergebnis nicht in ihrer beruflichen Situation gefährdet. Also in vielen Diözesen, in anderen Bundesländern, ist man der Meinung, dort sind Kirchenstaatsverträge, Konkordate, die den Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen sichern. Und insofern ist es eine Berliner Angelegenheit. Aber, sagen manche auch, Berlin ist in der gesellschaftlichen Entwicklung ein gewisser Schrittmacher. Und wer weiß, wenn man in Berlin dahin kommt, dass Religion an der Schule dieses Randphänomen bleibt, könnte es ja Bewegungen geben, die sagen, ach, was eigentlich in Berlin ist, das könnte ja in unseren Ländern, in bestimmten Ländern eigentlich auch ein angestrebtes Ziel werden. Und insofern könnte es sein, dass man sagt, wir schauen auf Berlin und als Fernziel, als Ziel, mittelfristiges Ziel vielleicht, Religion nicht mehr so zentral sein, weil es ja auch da schon eine Entwicklung über einige Jahrzehnte gibt. Während es in den 50er Jahren selbstverständlich war, dass Schüler, ganz gleich, ob ihr Elternhaus seriös war oder nicht, am Religionsunterricht teilnahmen, in der Zwischenzeit eine Abmeldemöglichkeit ohne Ersatzverpflichtungen gab, jetzt Ersatzverpflichtungen gibt. Man sagt, in manchen Ländern ist das prozentual sehr wenig, was es da an Ethik oder Philosophie oder einem anderen Ersatzfach gibt. In anderen Ländern mit zunehmendem Alter schon mehr. Und wollen wir das nicht überhaupt gleich alternativ von vornherein machen? Solche Bewegungen von unten hält man für möglich, wenn es in Berlin dazu käme, dass Religion so ein Randphänomen, Religionsunterricht, so ein Randphänomen an der Schule ist.
Insofern könnte man sagen, ist nicht ausgeschlossen, dass es also eine bundesweite Bedeutung bekommt. Also man fürchtet nicht die große Bewegung, aber man hält es so etwas für möglich. Ja, darf ich mich meinerseits? Ja, ich kann vielleicht auch dazu was sagen. Zunächst eine kleine Ergänzung aus einem anderen Blickwinkel. Die bundespolitische, nationale Bedeutung dieses Themas besteht im Augenblick darin, dass Berlin einen Sonderweg geht, für den es in keinem anderen Bundesland eine Parallele gibt. Auch nicht in Bremen, wo ein Religionsunterricht auf gemeinsamer biblischer Grundlage als ein ordentliches Unterrichtsfach verankert ist. Auch nicht in Brandenburg, wo es eine Abwahlmöglichkeit für LER zugunsten des Religionsunterrichts gibt. Insofern betrachte ich die Sache von daher, dass für die vielen nach Millionen zählenden Menschen, die in unsere Region kommen, Bedingungen im Blick auf die religiöse Bildung ihrer Kinder geschaffen werden, die Vergleichbarkeit zu anderen Bundesländern herstellen und das in einer Form, die der Situation des 21. Jahrhunderts gemäß ist. Ost-West, auch für alle östlichen Bundesländer mit der Ausnahme Berlins gilt, dass der Religionsunterricht einen gesicherten Platz an der öffentlichen Schule hat. Der Lernweg dafür, das anzuerkennen und für wichtig zu halten, ist nun ganz gewiss für die Bevölkerung in den neuen Bundesländern und im Ostteil der Stadt Berlin ein längerer Lernweg als bei Leuten mit einer westlichen Tradition, weil für ein halbes Jahrhundert der Religionsunterricht aus der Schule in der DDR ausgesperrt war und sozusagen Auswirkungen dieser Gewohnheit, die das für viele Leute geworden war, erkennbar sind. Trotzdem habe ich immer wieder festgestellt, wenn die Leute gefragt worden sind, was findest du eigentlich besser, dass Schülerinnen und Schüler eine Wahlmöglichkeit haben oder dass ihnen allen ein Ethikunterricht aufgenötigt wird und wie es jetzt auch in den positiven Texten dazu gehört, heißt, dass sie gezwungen werden, sich mit Ethik auseinanderzusetzen, dann antworten auch im Osten viele, nein, wir finden es besser, die Wahlmöglichkeit zu haben. Insofern relativiert sich das auch auf dem Hintergrund der Tradition, dass die neuen Bundesländer außerhalb von Berlin ja alle eine vertretbare Regelung für dieses Thema gefunden haben. Lassen Sie mich vielleicht noch mal was ergänzen, gerade zu der ersten Frage, ob es bundespolitische Bedeutung hat. Ich glaube, ja. Denn viele meinen ja, Berlin sei die Hauptstadt des Atheismus und das, was Bischof Huber vorhin schon gesagt hat, zeigt sich, dass hier durch Bürger, ja auch nicht durch die Kirche initiiert, Religion auch in den öffentlichen Raum eindringt und sagt, wir sind der Meinung, es sollte einen Platz dort haben. Selbst in dieser Stadt, wo viele Leute es gar nicht für möglich gehalten haben, viele haben ja am Anfang schon gesagt, ihr schafft schon gar nicht die Unterschriften zusammenzubekommen, um überhaupt ein Volksbegehren zustande zu bringen. Und das Zweite ist eine Erfahrung, die ich auch erst im Laufe dieses Weges gemacht habe, dass wir es geschafft haben, was glaube ich so auch einmalig ist, nicht nur eine Gemeinsamkeit der beiden Konfessionen hierbei zu erreichen, sondern auch eine Gemeinsamkeit im Streiten mit Leuten, die konfessionsfrei sind, mit vielen Moslems, mit vielen Juden, was zum Teil auch mit persönlichen Erfahrungen verbunden ist, die wirklich herzergreifend sind, ich will es mal so menschlich sagen, einerseits, auf der anderen Seite aber auch zeigen, hier ist ein Wille, insgesamt auch über das christliche Lager hinaus sozusagen, Religion den Platz im öffentlichen Leben zu geben, der ihm der Religion zugesteht. Das ist in der Tat was Neues und ich glaube, diese Signale werden von Berlin auch auf jeden Fall ausgehen von dieser Initiative.